Hey und willkommen zurück zu Dragon Quest 11. Beim letzten Mal sind wir in Heliodor endlich angekommen, nachdem ich sehr viel vom langweiligen Weg geskippt habe. Und wir waren dabei, uns hier umzugucken. Die rechte Seite hatten wir komplett abgehakt, bis auf dass ich das letzte Mal von dem Seil gefallen bin. Das muss ich noch nachholen. Jetzt kommt nur noch die linke. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Seil an. Wenn ich nicht zu inkompetent bin. Was ich aktuell scheinbar bin. ja, hier. Renne ich halt gegen die Wand. Kann man nicht ändern. Oh ja, die Heliodor-Musik ist echt schön. Besser als Kiesling, finde ich. Aber auch nur fast besser. Okay, das hat er gerade widersprochen, aber juckt mich nicht. Es muss doch einen Grund dafür geben, dass man hier hoch kann. Von da waren wir schon. So, da oben ist nichts drauf und da auch nicht. Ja, gut. Springen wir halt wieder runter. Ich nehme jetzt von dem Kerl dann noch die Aufgabe an, damit ich die eventuell direkt dabei machen kann. Ich habe den weiten Weg nach Heliodor nur aus einem Grund auf mich genommen. Ich will die zwei größten Helden der Geschichte hautnah erleben: Ritter Euklas und Ritter Hendrik. Das Problem ist nur, man will mich nicht ins Schloss lassen. Ist das zu glauben? Ach, wenn ich sie nicht schon persönlich treffen kann, muss ich wohl aus Büchern mehr über sie in Erfahrung bringen, bis ich ihnen eines Tages vielleicht doch mal begegne. Wisst ihr, wie ich euch meine ewige Dankbarkeit verdienen könnt? Helft mir, ein Buch über die Heldentaten der zwei fantastischen Ritter zu finden. Jo, okay. Oh, danke, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass in irgendeinem Bücherregal ein Buch über meine beiden Lieblingsritter nur darauf wartet, einen wissbegierigen Leser zu finden. Ich habe mich im Westen der Stadt schon umgesehen, also schaut ihr am besten im Osten nach. Wenn ihr auf einem Bücherregal ein rotes Buch seht, untersucht es. Die roten Bücher sollten die besten sein. Wenn ihr dabei tatsächlich ein Buch über Euklas und Hendrik findet, müsst ihr mir alles erzählen, hört ihr? Also, ihr Glück! Danke. Da ich die Seite jetzt eh untersuchen wollte, passt das. Als die Monster damals der Eschenburg angriffen, waren es Ritter Hendrik und seine Männer, die sie zurückschlagen. Er ist der mächtigste Krieger im Land. Es heißt, Feinde hätten den König umzingelt, doch dann wäre Ritter Hendrik zu Hilfe geeilt. Seit diesem Tag nennt man ihn den Helden von Heliodor. Nettes Wissen. Ritter Euklas, die beiden stärksten kämpfen im Schloss. Warte. Was soll das heißen? Die beiden stärksten kämpfen, was soll das heißen? Sind Ritter Herr Euklas und Ritter Hendrik. Aber wenn ihr mich fragt, ist Euklas mit Abstand der Bessere. Ja, er ist der Richtige für mich. Einen Preis für freundliches Verhalten wird er freilich so schnell nicht gewinnen. Aber wen kümmert das? Er ist ein echter Hingucker. Und er ist so ein genialer Stratege, dass der König ihn sogar manchmal um Rat bittet. Wow, klingt wirklich nach einem guten Typen. Willkommen! Eine Kirche ist wie ein Hafen im Sturm des Lebens. Ich kann euch nur empfehlen, ab und an Ruhe und Besinnung im Gebet zu suchen. Okay. Ich dachte gerade, der Geld pinkelt. Hab erst vor kurzem rausgefunden, dass du an den roten Linien auf der Karte erkennen kannst, in welche Häuser du reinkommst. Wer hätt's gedacht? Ist schon Wahnsinn, was man also alles aus Büchern lernt. Ist das nicht der alte Mann aus Kiesling? Ne, der sah anders aus. Heliodor ist von Bergen umgeben, die als eine Art natürlicher Schutzwall dienen, indem sie Monster und andere Fieslinge fernhalten. Aus diesen Gründen führen wir hier ein so sicheres Leben. Okay. Oh, Bands. Aber man hört keine Musik. Okay, er findet seine eigene Musik klasse. Er redet beim Singen über seine Frau. Und er ist Bauchredner. Na gut, dann gucken wir mal hier rein. Hallo.
fremder Typ kommt in dieses Haus und will euch alles ausrauben. Ist es in Ordnung? Das ist es, gefällt ihm nicht. Ihr seid also auf Reisen, will? Nun, ich weiß nicht, wo ihr her seid, aber hier ist es nicht üblich, in die Häuser anderer zu platzen, ohne auch nur guten Tag zu sagen. Ich mochte dich fast. Fast mochte ich dich, weil du das Richtige gesagt hättest. Ich guck jetzt im Haus weiter. Hier könnte ich auch raus. Mache ich aber nicht. Oh, ich habe deine Geheimvorräte geplündert. Mal wieder. Das tue ich sehr oft. Ja, wenn du Kinder hast, die sind eventuell nicht mehr im Leben gleich. Ich warne dich nur vor, ne? Wir gehen hier lang. Oh, die Tür ist verriegelt. Da kommt man aber hin und da ist auch eine Truhe. Das heißt, ich muss irgendwie aufs Dach kommen. Oder? Ein Moment. Hier gegenüber kann ich bestimmt was machen, um darauf zu kommen. Und da ich ja hier als nächstes hingehe. Also wir haben hier Waffen- und Rüstungsschmied. Ich gehe zu ihm zuerst. Keiner verkauft schärfere Schwerter als ich, Kumpel. Angucken kannst du gern, aber lass die Finger weg, sonst hast du bald weniger davon. Okay. Ja, was hast du denn? Du hast ein Kupferschwert und ein Kupferbihänder. Der gibt mir drei mehr Angriff. Ja, nehme ich. Es war mir auch ein Vergnügen. Und das Ding kriegt Badplay direkt. Ich hätte mich ausrüsten können, na toll. Okay, Ausrüstung und Kupfer. Chance auf Parade 1%. Yay! Und was hast du mir so zu bieten? Die Rüstung eines Abenteurers ist dein bester Freund. Auch wenn es hart auf hart kommt, lässt sie einen nicht im Stich. Also seid ihr interessiert? Was hast du? Lederschild, gut, ich brauche keine Schilde. Aber wir haben Lederhut, Reisegewand und Lederharnisch. Dann kaufe ich mir noch die Lederrüstung. Bad Black kriegt sie und ich mache mit dem einfachen Gewand Platz. Und rüste es auch direkt aus. Und jetzt mein Lederharnisch. Dann bin ich, glaube ich, fürs Erste gut ausgerüstet. Und rüste mich auch direkt aus. Damit sollte ich erstmal ein wenig was wegstecken. Gut, und hier oben kann ich jetzt auch rein. Oh. Das ist ein Buch. Die Chroniken von Corporal Clippiner. Doch als wir über die Ebenen und Wiesen marschierten, wurden die Begegnungen mit umherziehenden Monstern heftiger. Schon bald trafen wir das Gefürchteste von allen, den Drachen. Auf der Haut dieser von Kopf bis Fuß mit steinharten Schuppen bedeckten Bestie konnten weder Schwert noch Speer einen Kratzer zufügen. Sie schien gewillt, uns zu töten. In wilder Verzweiflung schwang ich meine Klinge. Irgendwie traf ein Schlag und brachte die große Echse ins Taumeln. Ohne zu zögern flohen wir, da wir fürchteten, dass sie bald wieder fangen würde. Bis zum heutigen Tag weiß ich nicht, warum ein Angriff diese Wirkung hatte. Aber ich und jeder meiner Männer verdanken dieser eigenartigen Laune und des Schicksals unser Leben. Okay, das ist nicht das Buch, was wir suchen. Oh, da oben ist ein Typ auf dem Dach. Das ist schön. Architektur, Leute. Ich habe auch immer einen Balkon, den ich nicht betreten kann. Lange habe ich jeden Pfennig zweimal umgedreht. Jetzt ist es endlich Zeit, das Gesparte auszugeben. Wenn es um Ausrüstung geht, sollte man nicht geizig sein. Das Beste ist gerade gut genug. Ja, das stimmt. Da möchte ich dir auch nicht widersprechen. Okay, aber ich habe mal wieder mich im Kartenlesen vertan.
Einen perfekten Abend stelle ich mir so vor. Hartes Training, Essen und dann ein ausgedehnter Spaziergang. Wenn ihr die Welt bereisen wollt, müsst ihr darauf gefasst sein, Monstern zu begegnen. Und das bedeutet, dass man topfit sein muss. Also, Training. Hier ist die Leiter. Eine Leiter? Hier? Ja. Ziemlich random. Ja, jetzt sind wir auf dem Dach und sollten rüberkommen. Ach, jetzt kann ich wirklich die Schornsteine gehen. Wie man es mir gesagt hat. Ah, okay. Es ist Nacht geworden. Ich war gerade sehr verwirrt. So sieht Nacht werden auch im echten Leben aus, Leute. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es da unten was zu holen gibt. Aber ich traue mich nicht, durch den Schornstein zu klettern. Ich bekomme nämlich furchtbare Angst im Dunkeln. Ich springe. Sag mir nicht, ich kann da auch hochklettern. Also, wir haben hier einen von den Viechern, wo ich immer noch nicht weiß, was sie sind. Geschicksam. Das Buch gucke ich mir gleich an. Backplay schließt die Tür auf und klaut sich einen schönen Schatz. Eine Goldmaschine. Er steckt sie in den Ausrüstungsbeutel. Was ist das denn? Irgendein so ein Ding hier. Also, okay, hier kann ich verschiedene Dinge machen. Abwehr und Charme. Ja, das Ding lege ich direkt an. Was aus dem Beutel gelegt wird, ist das Trodain-Bandana. Und diese Tarotkarte trägt die Macht, MP herzustellen. Ja, ich nehme die Heilerkarte, rüste ich erstmal aus. Und dafür kann die Klinge weg. So, jetzt bin ich auf jeden Fall gut gerüstet. Gut, laut Karte, was müssen wir noch erkunden? Ja, an sich gibt's hier so gut wie nichts mehr. Höchstens die NPCs. Reisende Händler haben mir erzählt, dass die Tage immer mehr Monster ihr Unwesen treiben. Wir leben in schrecklichen Zeiten. Ach, die hatte ich schon. Irgendwann. Aber mir fällt gerade ein, ich habe das Buch nicht gelesen. Also, ich muss nochmal da rein. Hallo, ich bin's nochmal. Und du hast deinen Sohn? Das ist super lecker. Ja, sieht's auch aus. Aber gut, war das jetzt hier? Ein alter Mann. Es ist schon spät. Ja, aber nicht spät genug, um früh genug, um einzubrechen. Ach. Was finden wir denn? Nichts liebe ich mehr als die sehnlichen Blicke der Bewohner der Elendviertel, die hungrig auf meine Schatztruhen starren, während sie an meinem Balkon vorbeigehen. Der Neid der ungewaschenen Massen ist wohl begründet, da die Truhe meinen größten Schatz enthielt. Doch mich beruhigt das Wissen, dass sie absolut unerreichbar bleiben wird. Wie gestern und heute werde ich mich auch morgen in den begehrlichen Blicken der unten umhersuchenden Ratten sonnen. Du bist ein Arschloch. Das kann man nicht anders sagen. Na, okay. Runterspringen kann ich hier nicht. Ich kann nur von Klippen runterspringen. Merkt euch das. Weil das wäre ja zu gefährlich, ne? Treppen runterspringen. Ich guck gerade noch, ob ich hier irgendwo was finde. Irgendwas Schönes, Nützliches. Nicht Nützliches nehme ich auch. Hier könnte was sein. Kupfer? Und nichts. Hier steht auch nochmal was. Heilkräuter! Ja. Habe ich aktuell zu viele von. Den kennen wir. Was meine Göttergatten wieder Schlaues eingefallen ist. Nur weil etwas unnütz erscheint, ist es noch lange nicht. So, man soll alles aufheben, was man findet. Nun, außer diesen alten Eschenburger Münzen natürlich. Das Einzige, was man mir damit anstellen kann, ist zu verkaufen. Gut zu wissen. Die geben einen echt nützliche Informationen stellenweise.
und manchmal Seltsames. Aber ich habe bisher noch nichts von dem Buch hier gefunden. Ich habe alle Bücher gelesen. Ich rede jetzt einfach mal mit ihm. Vielleicht habe ich es doch schon mal gefunden, aber... Nachdem ich eigentlich bis nach Heliodor gekommen bin, werde ich bestimmt nicht nach Hause gehen. Bla bla bla. Okay. Im Osten müsste es noch sein. Die Frage ist, zählt das da auch zum Osten? Also, der obere Teil? Das weiß ich natürlich nicht. Ich würde mal behaupten, ja, ne? Weil hier habe ich keine Bücher mehr gefunden. Dann gucke ich einfach mal. Auf dem königlichen Platz. Wenn mich jemand fragte, wer auf der Welt ich gern sein würde, würde ich wohl sagen Ritter Hendrik. Wobei jeder meinem Königreich die gleiche Antwort gäbe. Er ist schlicht und ergreifend eine Legende. Es heißt, ein großer Held werde erscheinen, wenn die Welt in Gefahr gerät. Damit ist sicherlich Ritter Hendrik gemeint. Ja, eventuell. Ihr seid also zu Besuch hier? Nun, ihr stellt hier besser nicht an, sonst schmeiß ich euch ins Verlies. Gabisch? Ja, verstanden. Klarer ging's nicht. Dann rennen wir mal hier die Mauern entlang. Truhe? Haha. Erstmal öffnen wir aber die hier. Buff. Buff. Gold. Okay, so kann ich ja nicht rüberspringen. Aber ich nehme an, ich kann einfach so durch den Busch gehen. Eine wunderbare Nacht. Ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Nur in deiner Nähe zu sein, lässt mich schon fast vor Glück platzen. Ach ja. Die reichen. Und ich bin durch. Und hier finde ich... noch so einen komischen Geist. Und Zaubermachtsamen. Kann ich auch noch nichts mit anfangen. Das werde ich mir alles irgendwann mal genauer angucken. So, ich fange hier links an. Hallo. Fremder Typ im Adelshaus. Ja, das ist ein vornehmes Haus. Hallo, ich guck mal, ob ich euch ausrauben kann. Ein einfaches Gewand, was ist mit euch los? Keiner weiß, woher das Geld dafür hatte, aber dieser reiche Kerl tauchte plötzlich auf und kaufte ein Grundstück in erstklassiger Lage. Dann ließ er ein eigenes Haus bauen, dieser Prahlhans. Und du bist deine Frau? Fragezeichen. Gut, da kann ich nicht rein. Und hier auch nicht. Dann gehen wir eben in den nächsten Stock. Auch nicht. Da auch nicht. Hier ist der Junge. So müde. Ach ja, nirgendwo kann ich rein. Ach, was sind das für Zeiten, in denen man nicht mal einen Fremden in sein Haus lassen kann? An der Tür befindet sich eine Notiz. Bert sieht sich an. Mann, ist gegenwärtig unpässlich. Sollte nicht zu lang dauern. Okay, wir haben einen Rechtschreib-Legastheniker, glaube ich. Und das letzte Haus, weil da vorne kann man ja auch nicht rein, scheinbar. Störe ich? So, ich rede gleich mit euch. Ich will euch erstmal berauben. 100 Goldmünzen. Ich bin bettfertig. Okay, so würde ich dann nicht ins Bett gehen, aber tu, was du willst. Der schreckliche Reiz verkommener Verliese. Tief unter den Kellern und Lagerräumen von Schloss Heliodor, sozusagen in seinen Eingeweiden, sitzen in dem Verlies die ruchlosesten und hartgesonnensten Kriminellen. Viele der Häftlinge, die in diesen dunklen, feuchten Zellen eingesperrt waren, haben die Außenwelt nie wieder gesehen. Jene, deren Verbrechen man als wahrhaft unverzeihlich erachtet, werden in die tiefsten aller Zellen geworfen, aus der man angeblich nicht entkommen kann. Im Grunde genommen ein Todesurteil. Achte darauf, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu bleiben, werter Leser.
wenn ihr nicht in einer Zelle landen wollt, deren Schlüssel man für alle Zeiten fortwirft. Rosige Aussichten. König Kameleon ist zweifelsohne der weiseste aller Regenten. Sein Einfluss reicht bis weit über die Grenzen des Reiches. Ja, es wäre in der Tat keine Übertreibung, ihn Herrscher der Welt zu nennen. Doch. Bisher sage ich ja, weil ich ihn nicht kenne. Ich bin glücklich, dass ich nicht aufhören kann zu lachen. Meine Frau ist die beste Köchin. Ich Glückspilz. Okay, das Buch habe ich jetzt trotzdem nicht gefunden. Ich weiß, wüsste auch nicht, wo es sein kann. Ich habe alles gelesen. Also sagt mir, wo ich das finde, weil ich wüsste jetzt nicht, wo es sein kann. Ich werde dann auch nochmal eventuell offscreen danach suchen. Aber ich will jetzt erstmal ein wenig Story vorantreiben. Warte, ist... Ich liebe es hier. Es ist fabelhaft. Und wisst ihr das Beste? Nur unfassbar reiche Leute wie meine Wenigkeit können sich das leisten, hier zu leben. Okay, alte abgehobene Dame. Der Kerl sieht müde aus. Es ist so ruhig und beschaulich hier, findet ihr nicht? Ach, man hat hier das Gefühl, als könnte ich die Zukunft nur Gutes bringen. Ja, wird's aber nicht. Ein junger Langfinger hat auf der Suche nach Beute in die Schatzkammer des Schlosses eingebrochen. Jetzt sitzt er im Kerker. Was für eine Verschwendung. Er hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Jetzt hat er es einfach so weggeworfen. Jeder verdient eine zweite Chance, in Ordnung? Heliodor ist das mächtigste Königreich der Welt, müsst ihr wissen. Seit dem Untergang Eschenburgs, versteht sich. Ja, immerhin wisst ihr die Wahrheit. Dann auf zum Schloss. Wenn ihr eine Audienz beim König wünscht, seid ihr leider zu spät gekommen. Ihr werdet wohl bis morgen früh gedulden müssen. Ach, stimmt. Da war ja was. Dann warten wir halt. Also haben wir halt gewartet. Halt! Nicht so schnell! Was wollt ihr? Ich wäre der Lichtbringer und möchte den König sprechen. Hier, lasst mich eure Hand schütteln, Freund. Der war gut. Macht, dass ihr fortkommt, hört ihr. Für solchen Unsinn haben wir keine Zeit. Wie war das? Ihr wollt dem König diesen Anhänger zeigen, sagt ihr? Wartet bitte kurz hier. Los! Töte ihn! Ich bitte vielmals um Entschuldigung für das Missverständnis. Bitte geht durch. Seine Majestät erwartet euch bereits. Haha, kniet vor mir nieder, ihr Wachen. Ja, das kann ich eh nicht lesen. Schloss Heliodor. Wachen reden. Willkommen im Schloss Heliodor. Wie lange wir darauf gewartet haben, dem Lichtbringer zu begegnen. Ihr müsst der Lichtbringer sein. Wahrlich eine Ehre. Kaum zu glauben, dass es schon so lange her sein soll, dass Eschenburg von dieser schrecklichen Horde Monster angegriffen wurde. König Kaneol hatte großes Glück, mit seinem Leben davonzukommen. Und seine Tochter, die Prinzessin, nun, sie hatte nicht ganz so viel Glück. Wie grausam die Welt doch sein kann. Wer hätte auch nur geahnt, dass ein prächtiges Königreich einfach so ausgelöscht werden kann. Zur Hölle mit den Monstern. Aber wir haben wenigstens Ritter Hendrik. Solange der Held Heliodor uns beschützt, wird uns nicht so schnell das gleiche Schicksal ereilen wie Eschenburg. Hoffen wir's. Okay, soll ich direkt zum König hoch oder mich erstmal umschauen? Ich würde sagen, ich schaue mich erstmal um, ne? Oh, mir gefällt, was du anhast. Lumpiger Bauernlümmel ist nämlich gerade schwer angesagt. Hey, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment war.
Tut mir leid, aber der Bereich ist gesperrt. Ja. Schon wieder will man mich nicht durchlassen. Weißt du, wer ich bin? Okay. Hier. Es tut mir leid, aber ich kann euch nicht gestatten, weiterzugehen. Gut, ich halte den Garten. Leck dich doch alle. Du fegst den Rasen, verdammt. Auch wenn das hier echt trostlos aussieht, der Garten. Es ist einfach nur ein wenig Gras zwischen Mauern. So, den König beklaut. Abgehakt auf der Liste. Ihr müsst der Lichtbringer sein. Euer Kommen hat an einiges Aufsehen gesorgt. Eine Freude, euch persönlich zu begegnen. Oh, ich habe den Ast zertrampelt. Dieser Baum steht hier schon länger, als ich auf der Welt bin. Er ist überwältigend und er bedarf keiner Pflege und bewahrt sich seine edle Erscheinung auf vollkommen natürliche Weise. Dann ist das echt ein schöner Baum. Wobei, haben wir sie nicht ein... Die Wurzel, die sich um den Baum bindet, strahlt eine eigenartige Energie aus. Ja, so einen haben wir im Kiesling. So, Schmetterlingsflügel, natürlich nur einen. Gut. Seine Majestät bewahrt euch. Zum Thron, da geht's in die Treppe hoch und geradeaus. Geht diese Treppe nach oben und dann geradeaus. Der König wartet. Dann wollen wir ihn nicht warten lassen. Aber erstmal will ich mich hier umgucken, weil ich das kann. Hallo? Puh, mit Ritter Hendrik zu trainieren, das schlaucht. Ich muss mal kurz verschnaufen. Ja, tut euch keinen Zwang an. Ich schaue mich nur ein wenig um. Tisch, Gegengift, heilen. Also wenn ihr sterbt, das ist meine Schuld. Seit ihr das Schloss betreten habt, liegt irgendwas Eigenartiges in der Luft. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber es gefällt mir nicht. Gut, nächstes Zimmer. Einmal nichts. Aber wir haben ein paar Krüge wieder. In denen auch nichts ist. Oh, der Lichtbringer. Freut mich sehr. Ich bin allerdings gerade in meine Lektüre vertieft. Können wir vielleicht später reden? Gerne. Kenne ich. Ich kenne das zu gut mit der Lektüre. Ich lese nämlich auch sehr gerne. Hauptsächlich Comics, aber ich lese. Und das ist das Wichtigste. Gästezimmer von irgendwelchen adligen Leuten. Ein Reisegewand. Ja, zum Glück habe ich das nicht gekauft. König Kaneol hinter dem Thron. Nachdem ich mehrere Generationen seiner Ahnenreihe erlebt habe, kann ich mit Gewissheit sagen, dass König Kaneol eine seltene Art von Monarch ist und alle Qualitäten eines wahrhaft großen Anführers besitzt. Vom Volk geliebt und gefürchtet ist er ihm wie ein Vater, gütig aber doch streng, hart aber gerecht. Seit den Tagen der großen alten Könige war unsere Nation nicht mehr derartig gesegnet. Obwohl sein Gesicht von, furchtbaren Ereignissen vor einigen Jahren gezeichnet ist, könnte man dies auch als eine gewisse Tiefe empfinden, die ihn nochmals veredelte. Ein derartiges Trauer so entschlossen zu überwinden, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Kaneol ein König sondergleichen ist. Ja, schöne Lektüre, die man hier immer findet. Wir haben eine Anreise von mehreren Tagen auf uns genommen, um eine Audienz beim König von Heliodor zu erhalten. Und jetzt sagt man uns, er hätte wichtige Gäste empfangen. Unverschämt. Um wen es sich dabei handelt, es kann ja nur ein anderer König sein. Wer sonst wäre denn wichtiger als ich? Ich, mein Freund. Aber ich mag dein Monokel. Wir sind Adlige vom blauesten Blute. Und dennoch ließ man uns wissen, dass wir warten müssen, um beim König vorsprechen zu dürfen. Ja. Nicht mein Problem. Ich komme nämlich direkt dran. Ich bin VIP. Das sieht nach einem interessanten Zimmer aus. Nichts und noch eine schöne Truhe.
War das nicht, Mengi? Dies sind Geschenke für den König. Wenn sie auf den Anfang, wirst du dein blaues Wunder erleben. Juckt mich nicht. Ich bin atemberaubend reich und habe exquisite Geschenke für den König. Doch jetzt muss ich erfahren, dass es irgendein Empörklemming eine Audienz gewährt und ich warten muss. Ja. Tschüss. Ich geh zum König. Hahaha. Ich wiederhole mich, aber ich find's lustig. Solange wir die Ritter Olklas und Hendrik auf unserer Seite haben, gibt es nichts, wovor wir Heliodora uns fürchten müssen. Schon seit ihrer Kindheit kämpfen sie Seite an Seite, um das Königreich vor Unheil zu bewahren. Fernland und Gallopolis mögen über großen Einfluss verfügen, aber es besteht kein Zweifel daran, dass Heliodor das mächtigste Königreich ist. Unsere Armee wird nie zulassen, dass Monster an die Macht kommen. Das ist sicher. Dies sind die Gemächer der verstorbenen Prinzessin. Dies ist der Eingang zu den Gemächern der verschiedenen Prinzessin. Es tut mir leid, aber ich kann euch nicht erlauben, sie zu betreten. Okay. Dies sind die königlichen Gemächer. Deiner Majestät und es, um die Frage vorzubeugen, ihr könnt sie nicht betreten. Oh, glaubt mir, das werde ich schon. Das werde ich. Die Treppen links und rechts führen in die obersten Etage, aber dort gibt es kaum Sehenswertes. Außerdem seid ihr hier, um den König zu sprechen. Eins nach dem anderen, wie ich immer sage. Was für ein glücklicher Zufall, dass ich euch persönlich begegne. Seine Majestät ist sicherlich sehr erfreut, dass ihr endlich hier erschienen seid. Okay, aber vorher will ich nach oben. Ich will mich überzeugen, dass es hier nichts gibt. Treppen steigen. Da. Dich gibt es hier. Und ich weiß nicht, was ich von euch halten soll. Ich glaube, ihr seid böse. Und ich werde echt mit Heilmitteln zugeworfen, habe ich das Gefühl. Seine Majestät wünscht, dass ihr umgehend bei ihm vorsprecht. Bitte begebt euch zum Thronsaal. Natürlich, das mache ich, nachdem ich das ganze Schloss auseinandergenommen habe. Ich meine, hier gibt es echt schöne Räume. Oh. Sieh mal einer an, ihr müsst der Lichtbringer sein, von dem ich gehört habe. Ich nehme an, ihr sucht den Thronsaal. Nun, der befindet sich ein Stockwerk tiefer. Der König erwartet euch, glaube ich schon. Was ist das da oben und wie komme ich daran? Ich wage mal zu bezweifeln, dass ich da nicht rankomme aktuell. Irgendwas glitzert da unten im Kronleuchter, aber ich komme nicht heran. Ja, ich wahrscheinlich fürs Erste auch nicht. Braucht man wahrscheinlich irgendeine Fähigkeit. Hier gibt's nur den Balkon scheinbar, okay. Und ich zerstöre natürlich wieder alles. Eine Mini-Medaille. Das ist doch schön. Wusstet ihr, dass der rote Stern am Himmel Edwins Stern genannt wird? Forscher suchen seit langem die Antwort auf die Frage, wie er diesen Namen bekommen hat. Aber bisher sind sie noch nicht fündig geworden. Oh, okay. Die Aussicht vom Balkon ist echt schön. Na gut, aber jetzt gehen wir zum König. Ole Fiole. Nee, komm schon, geh da durch. Lasst uns die schöne Musik genießen. Und wieso? Ich bin gerade zu doof zum Rennen. Ist das richtig? Ja, ist das richtig. Der König sitzt ja so auf seinem Thron bestimmt und sagt, Mann, wie kann er es wagen, mich den König warten zu lassen? Tja. Ausraum hat Vorrang, wie ich immer zu sagen pflege. Seine Majestät ist eine äußerst freigiebige Person, aber nachher kann er nicht ausstehen. Ich würde euch also empfehlen, keine Dummheiten zu begehen. Ihr seid also der Spross der Finns. Verzeihung, vergebt mir. Es ist so, dass ich manchmal laut nachdenke. Seine Majestät wartet schon ungeduldig darauf, eure Bekanntschaft zu machen. Der Spross der Finsternis. Na toll. Das klingt ja schon mal nach einer tollen Story.
Das ist nah genug. Willkommen im Schloss Heliodor, mein Freund. Das Juwel von Eschenburg. Wer sagt das? Ah, der König. Es zeugt von wahrlich großem Mut, dass ihr allein hierher gekommen seid, Wanderer. Ich bin König Carneol, Herrscher über Heliodor. Wie lange habe ich auf diesen Tag gewartet? Denn nun endlich begegnen wir uns. Fürwahr, es ist mir eine Ehre. Dass ihr mit dem Juwel in Händen hergekommen seid und persönlich mit mir sprechen wolltet, lässt darauf schließen, dass ihr Kenntnis von eurer wahren Natur habt. Ich gehe davon aus, dass ihr auch das Mal tragt. Ja. Wenn ihr davon redet. Ja, das Mal des Lichts. Es besteht kein Zweifel. Ihr seid es. Frohlockt meine Untertanen. Endlich ist der Tag gekommen. Der Lichtbringer wandelt wieder unter uns. Alle jubeln. Verratet mir, werter Lichtbringer. Woher genau seid ihr gekommen? Ich würde denen, die euch aufgenommen und großgezogen haben, gern Anerkennung zollen. Ich erzähle, dass ich aus dem Dorf Kiesling komme. So ist das also. Kieslingen, sagt ihr? Euklas, kennst du den Ort? Ja, mein König. Ein unbedeutendes Dorf voller Hinterwäldler, tief im felsigen Süden. Hey. Dann gehe ich davon aus, dass du weißt, was zu tun ist. Enttäusche mich nicht. Zu Befehl, mein König. Das wird nicht gut enden, wenn der nimmt doch schon Soldaten mit. Was habt ihr vor? Verstört dich bei Kieslingen. Verfluchter Lichtbringer. Ich weiß nicht, was dich dazu bewegt hat, allein herzukommen. Aber was du auch Schändliches im Schilde führen mag, es wird dir nicht gelingen. Hendrik, ergreife diesen Hund, diesen Vorboten des Verderbens und wirf in die dunkelste Zelle des Verlies. Wisset, der Lichtbringer ist die Wurzel allen Übels. Nichts als Unheil und Elend folgen ihm nach. Und warum? Ganz einfach. So wie Licht unweigerlich mit Dunkelheit einhergeht, ist es auch mit dem Lichtbringer und dem Fürsten der Schatten. Deine Ankunft kündet von der Auferstehung des Finsteren. Dachtest du wirklich, du könntest einen so weisen Mann wie seine Majestät hinters Licht führen? Zu deinem großen Unglück bist du jemand gegenübergetreten, der um dein wahres Wesen weiß. Ich weiß nicht mal selber über mich. Männer, ergreift den Schuft. Ja, ich glaube echt, das Kiesling nicht so gut. Es wird nicht so gut gehen. Armer Bad Play. Dabei habe ich nicht gegen das Gesetz verstoßen. Ich habe getan, was die Wachen mir sagten. Behauptest du, kämst aus Kiesling? Nun, bevor die Sonne dreimal untergegangen ist, werden wir wissen, ob du die Wahrheit sprichst. Bis dahin wird Euklas von seinen Nachforschungen zurück sein. An deiner Stelle, Spross der Finsternis, würde ich nicht darauf hoffen, jenen Tag zu überleben. Ein Held in Ketten. Dafür, dass du eine Pflicht erfüllt und nach Schloss Heliodor gereist bist, nur um vom König Carneol fälschlicherweise als Spross der Finsternis bezeichnet und ins finstere Verlies geworden zu werden. Verliese von Heliodor.
Hey, hör auf damit! Reiß dich zusammen! Radau machen bringt dich hier auch nicht raus! Also ehrlich, kannst du mal Ruhe geben? Da habe ich ja einen tollen Zellennachbarn bekommen. Kannst du mal Ruhe geben? Die meisten, die hier landen, haben zumindest den Anstand, eine Weile zu warten, bevor sie durchdrehen. Wofür haben sie dich eigentlich eingelocht? Freie Kost und Logis hier unten bekommt man nämlich nur, wenn man etwas ziemlich Übles ausgefressen hat. Moment, hast du gerade der Lichtbringer gesagt? Ist das dein verdammter Ernst? Du erzählst mir also, dass der Lichtbringer gerade in der Zelle neben einer aufgetaucht ist? Abgefahren. Ein Teller köstlicher Haferschleim für den Herren in der Kerker Suite. Komm und hol ihn dir ab. Merke, Rüstungen schützen einen nicht. Der Lichtbringer, ist es dein Ernst? Alles ereignet sich genauso, wie der Seher es vorausgesagt hat. Wir sollten hier verschwinden. Okay. Oh nein, noch mehr Wachen. Warte hier. Du, aber... Keine Sorge, ich habe ihn nicht umgebracht. Aber so schnell wacht er nicht auf. Auf dem Weg da draußen könnte es brenzlig werden. Für alle Fälle, nimm das. It's dangerous to go alone. Take this. Batplay nimmt das Schwert. Oh, und die habe ich dort drüben in einer Ecke gefunden. Sind deine Sachen, oder? Batplay nimmt seine verlorenen Besitztümer. Ich habe mir diese Schätzchen zurückgeholt. Was bedeutet, dass ich jetzt so gut wie unaufhaltsam bin. Wir sollten es aus dem Staub machen, bevor noch mehr dieser Blechschädel aufkreuzen. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, hier zu verschwinden. Okay. Die Tür ist fest verschlossen. Keine Reaktion. Die Wache ist bewusstlos. Mann, ich will die Türen öffnen. Wow, du warst fleißig. Ich verbringe eine halbe Ewigkeit damit, so dieses Loch zu buddeln. Und du tauchst genau an dem Tag auf, an dem ich damit fertig werde. Das ist ja nicht Zufall. Es scheint, dass er euch tatsächlich dazu bestimmt, dir zu helfen. Genau wie der Seher es sagt. Egal, darüber können wir später reden. Und jetzt rein mit dir. Ja, hab wohl keine andere Wahl, was? Ja, ich geh ins Loch. Ich meine, ich war zwar schon eingelocht, aber... Ja, meinetwegen. Die Kanalisation? Da muss es irgendwo auch einen Weg nach draußen gehen. Gehe voraus, ich halte den Rücken frei.
Ich habe sogar eine schöne Fackel in der Hand. Wenn ich sie anzünden hätte können, das wäre schön gewesen. Wäre ein nettes Detail. Alter, die Musik in dem Spiel ist einfach so bombastisch gut. Heilkraut? Die Tür ist fest verschlossen. Jo, die auch. Klopf, klopf. Man sollte erwarten, dass man in einem Gefängnis alle Türen öffnet. Da sind sie! Hierher, Männer! Verdammt! Was machen wir? Wir machen wohl besser einen Abgang. Hey, hey. Hauen wir von hier ab! Und jetzt? Gut. Folge mir. Lösch jetzt die Fackel und folg mir unauffällig. Folge mir. Heilung. Ja, ich bin doch schon da. Ich spring einfach drüber. Mir nach. Also, dass er das nicht bemerkt hat, ist echt traurig. Wie kurzsichtig bist du? Hallo? Bleib an mir dran! Okay. You can't see me. Und geschafft. Über die Brücke, da kommen wir weiter. Geh vor und sieh nach, ob die Luft rein ist. Ja, die Fackel haben wir auch irgendwie wieder angezündet. Diese Kerle geben nicht auf, was? Nicht gerade die stabilste Brücke, ne? Nicht im Ernst. Wir fallen! Alles in Ordnung. Sieht aus, als wären wir die Wachen los. Und das sieht mir nach einem Ausgang aus. Vielleicht wendet sich das Blatt ja noch. Oh, ich bin jetzt irgendwo. Nirgendwo, aber hab hier so eine tolle Gebetsstatue. Alle verirrten Schäflein sind hier willkommen. Wie kann ich helfen? Ja, ich speichere jetzt einfach mal. Wie spät haben wir es überhaupt? So, da ich nicht weiß, wann, wie jetzt das nächste Mal speichern können, mache ich jetzt Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Ciao.